Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Test, würde ich es jetzt mal nennen. Und zwar Infection Free Zone Prologue. Ja, das ist noch so ein Prolog zu einem Spiel, das rauskommen soll, Infection Free Zone. Und im Grunde, so was ich jetzt bis jetzt gesehen habe, versuchst du da in einer Zombie-Apokalypse auf der echten Erde deine kleine Community zu managen. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal direkt rein. Oh, Stadtbereiche auswählen, okay. Wir werden da wo reingeschoben. Es gibt Teplin in Germany, okay. Cambridge gibt's. Dijon in France. Crafton, USA. Taichin in China. Ich glaube, wir nehmen mal das nächste zu uns. Und das hier Tempin. Templin. Okay. Startbereich auswählen. Wie kann ich das machen? Ausgewählter Bereich. Lol. Gebt euch das mal, okay. Kann ich den Bereich auch ändern? Oder ist das sozusagen jetzt der ausgewählte Bereich, den ich nehmen muss aktuell? Nur dann gehen wir mal fortfahren. Zonenname. Ah, ist noch nicht verfügbar. Startmonat. Ist noch nicht verfügbar, okay. Schwierigkeit Mittel. Okay, könnte spannend werden. Aber wir sehen mal. Wie gesagt, wir schauen dann einfach mal rein in dieses Spiel. Ich finde auf jeden Fall, dass ich bis jetzt sehe, schon sehr interessant. Interessanterweise ist von Franchise Game Operators relativ viele Spiele aktuell in diesem Prolog-Modus. Ich bin mal gespannt, ob wir da noch ein, zwei andere Sachen sehen. Wie gesagt, Kerbal Space Program wird jetzt aktuell noch umgewandelt in eine neue Art von Serie. Aber das schauen wir uns dann auch noch bei Zeiten an. Gut, aber schauen wir jetzt mal an, was hier Infection Free Zone ist. The world as we know it is gone. Mhm. What we called the mad virus appeared out of nowhere. It made people turn extremely violent, aggressive and unrestrainable. Soon later, the infected became bloodthirsty, more like vampires than human. There was chaos, panic, and war for survival. Desperate people were just as dangerous as the virus itself. Ah, das ist immer so, leider. Even our loved ones could become a threat. The infection spread quickly throughout the entire globe. Every region, every country, every city. Drastic measures were taken to get rid of the infected, but they all failed. The last chance for those who seemed immune was to hide in underground shelters. Ones that we improvised in garages and basements. Loaded with food, water, and air filtration systems. These were the places where we survived. Sealed from the outside. For so long, we waited for any signal. Any info that a cure had been found. And the situation stabilized. Instead, we listened as the world grew quiet. Our resources were becoming depleted. Life support systems were failing. And just as we were losing all hope, we received a distant call. To all survivors, the infection is in decline. Seek others and rebuild. This was the impulse we needed. There were others out there. We could come back to the surface. No more hiding. From the ruins of the old world, we will build our new home. Ich bin gespannt. Okay. Hier ist die Eingang in der Tat. Operator, this is First Squad Leader. We made our way out. The neighborhood looks deserted. We'll have to scavenge the nearby buildings for any useful resources. Receiving. Going there. Jetzt sage ich ihnen, die sollen nach da drüben gehen. Okay. Find something to eat as fast as possible. Könnt ihr bestimmt eine gute Wohnung. Oh, mit Stadtmauern. Oh, das ist böse. Wenn das natürlich alles sichern könnte. Leco mio. Sieht man hier auch diese Stadtmauern? Nee, die sieht man nicht. Doch, die sieht man dann vielleicht.
Ja, natürlich schon. Ich finde das cool mit so einer Standansicht. Die Frage ist, kommen wir bis hier raus rein, theoretisch, oder nicht? Durchsuchen die das gerade? Ich glaube schon, ne? Plündern Ansicht mit... Achso, warte mal, mit V, okay. Da sind Pillen, da sind Pillen. Auto, Autos, Autosachen. Das ist ein Einkaufsladen, der könnte Sachen haben. Das ist ein Pillenladen wieder, das ist eine Polizei, das könnte Waffen haben. Tun die sich jetzt hier verbarrikadieren oder was machen die? Das verstehen also nicht so ganz, oder? Building clear. Ausgeplündert, okay. 2 von 4 Dosen. Schaut euch doch nochmal. Roger. Sehe ich die jetzt da? Oh, da sind sie sogar beim Rumlaufen. Cool. Jetzt stell dir vor, das wäre Multiplayer und man könnte gegeneinander kämpfen. So Camps gegen Camps, wie so in. Wie in. Ach, wie jetzt hat. Ich hab's heute noch gehört, den Namen. Nee. Bin ich jetzt blöd? Wir kommen eh nochmal bestimmt drauf zurück. Wir haben schon 3 Dosen. 4 Dosen. Jetzt bringen sie es zurück. Kann ich denn noch sagen, so, hey, macht mal die hier noch? Wahrscheinlich noch nicht besser. Sir, the crates are in the HQ. We have to think what to scavenge first. It will be best to check some shops or warehouses. Waiting orders. Okay, I'll point you where to go. Chief, I will speak on behalf of the other citizens. Let us go and adapt the buildings to suitable shelters, so we won't spend a single more night underground. Clear! Okay. Yes, that sounds like a good idea. Passe die Gebäude an die Unterkunft für 40 Wohnräume an. Gebaut 47. Kann ich jetzt hier hingehen? Gebäude anpassen. Okay, die bringen jetzt hier Sachen rüber. Waiting orders. Untersucht mal bitte all die Sachen. Okay, da kann ich jetzt mal gucken. Machen die noch was? Operator. Roger. Lass mal die nächste Umgebung suchen. Die kleinen Gebäude. Scavenging operations in the dark, but that will be way more dangerous than waiting until sunrise. Okay. Everyone should be back in the HQ. We're on the move. The workers will return home too. Unarmed civilians should not walk after dark. Blöde Sache, wenn man draußen unterwegs ist. Acknowledged. Stay safe. Okay, ich bin gespannt, okay? Wir haben also jetzt die Gebäude schon durchsucht. Ich finde es schön, dass die anzeigen, wo was so circa ist. Oder, oh, ein großer Supermarkt. Das müsste eines unserer Ziele sein. Hier ist noch ein großer. Oh, hier sind große Malls fast schon. Boah, in Amerika müsstest du voll die fetten Malls ja dann haben. Und da sind wir schon fett am Arbeiten. Okay, was haben wir hier noch? Kompass. Time to sleep, everyone. Tomorrow's another day. Alle Infos. UI. Oh, man kann es UI ausmachen. Plünderungsansicht. Etiketten. Oh, lol. Da kannst du dir sogar die Straßenansagen sagen. Kastanienapotheke. Da ist der Edeka und da ist ein Lidl. Another one incoming. Sir, just saw a group of infected. They might not be aware of our presence yet. We'll stay away from them. Wir bleiben jetzt erstmal fern. Wollen keine Unruhe stiften.
Zukunft wäre wahrscheinlich schlau, irgendwie hier so ein... Another one incoming! Okay. Da läuft eine Horde rum. Wir bleiben still. Leute, ganz still. Alle ruhig bleiben. Wenn man das auch vielleicht, oder das hier fürs Erste einnimmt, hätte man vielleicht auch schon eine ganz nette Fläche. Das ist mein Hauptquartier aktuell, das wird eine Schutzhütte. Ich kann da alles bauen. Wände, aha. Holzpalisaden, Metallzaun, Backsteinwände, verstärkte Mauern. Türme, Wehrtürme, Metallturm, Holzturm. Sonstiges, Antenne, Krankenstation, Krankenhaus, Recherchezentrum, Tempel. Ein Sägewerk, Werkzeugfabrik, Waffenfabrik, eine Chemiefabrik. Und hier Felder, Kochhaus, eine Metzgerei. Okay. Hier geht's schon. Ah, ich kann auch sagen, dass sie fällen sollen, okay. Und ich kann zum Beispiel Gebiete frei fällen, wenn sie sein muss. Okay. Wurde gesichert. Okay, aber dann geht's. Haben die uns jetzt entdeckt oder was? Bringt's um! Kann ich jetzt die Nacht vorspulen? There are some infected around here. Oder kommen jetzt mehrere? Our building is under attack. Ja, was sollen wir machen? Wir müssen die Nacht abwarten. There are some infected around here. Our building is under attack. Oh, jetzt sind sie im Gebäude drin. Okay. Jetzt schon wieder. Okay, also solange sie welche sehen, geben sie halt Bescheid immer. So, wenn jetzt... Stehen die jetzt dann auf? Oder wann ist denn hier früh? This night was easy, but there are sure to be some infected around here. We should build some defenses before the next nightfall. Haben wir gesehen, dass jetzt so... Agree. Let's build a wooden tower. Also, wollen wir jetzt nicht das Gebäude fertig? Jake, there are signs of smoke. It's coming out of a building. I think there might be some people there. I recommend we go and investigate. Let's investigate. Alter. We should create another squad before we investigate. We can't be sure who we're gonna find there. Neues Squad erstellen, neues Squad erschaffen. Okay, let's do this. Neues Squad erstellen. Oh, warte, ich bin voll am Vorsprung gerade. Going there. Nee. We're on the move. Receiving. We're on the move. Ja, dann schicken wir jetzt beide los. Wir wollten einen Holzturm errichten. Sammel Holz. Sir, we just found a car that looks drivable. Let's try to make a run again. Ready for action. On my way. Waiting orders. Going there. So, wir gehen mit zwei Squads. Okay, try it. Okay, die stehen aktuell noch rum, aber schauen wir, was wir da hinten finden. Ah, die holen wir raus, okay. Reporting. Going there. Waiting orders. Going there. So, wir teilen das Ganze jetzt mal ein bisschen auf. Alter, es ist schon irgendwie sehr, sehr spannend, das Spiel. Also auch wenn... Ja, das ist das Auto, ich weiß.
Waiting orders. We're on the move. We're on the move. Waiting orders. Roger. We're on the move. Reporting. We're on the move. Ihr bleibt draußen, falls was ist. Roger. Könnt ihr stürmen. Chief, we found some survivors. They've been living in terrible conditions for the last few years. On my way. We could bring them in, but will we be able to feed them? Bring them in. Clear. Überlebende nehmen wir immer auf. Ready for action. So. Roger. Wir schauen, dass wir von zwei Seiten das Auto noch erwischen. Die sind hier fleißig. Und wie lange brauchen denn die für einen Hausbau? Also mal bitte. Oder ist es jetzt. Oh, es ist schon wieder so spät. Receiving. Roger. Ready for action. Going there. Zurück zum. Ready for action. We're on the move. Ihr nehmt den Turm ein. Ist Nachtzeit. Schnell zurück. Hostiles inbound. Von wo? Oh, der, ja. Okay. Die haben sie jetzt hier geschildert. Port spotted. Da kommt eine Horde auf uns zu von hier oben. Sir, it's almost nightfall. We can already see some infected coming out of their lairs. Reporting. Going there. Roger. Going there. Okay. Reporting. Get ready to defend the zone. Sind da schon Leute drin? Hä? Ist der jetzt fertig? Die Dekonstruktion. Okay, die haben sich verteidigt. Gut. Dann spulen wir die Nacht wieder vor. Hostiles inbound. They're trying to get inside. Infection cleared. Okay. Another one incoming. Hostiles inbound. Noch eine Horde. Eieieiei. Nächste Horde. Schaffen wir diese Nacht? Ohne weiteren Vorfall? Das wäre natürlich grenzgenial. Yes. Schaut ihr euch das Auto an? Aber Leute, ich würde sagen, das war's für die erste Folge. Infection Free Zone. Wir werden es für heute hier mal lassen. Wir werden jetzt dann als nächstes hier die umgelegenen Gebäude noch durchsuchen, nach mehr Nahrung und allem. Wir werden weiter hier Ressourcen abbauen, damit wir das neue Schutzhaus fertig bauen können und mehr Unterschlüpfe haben für Bewohner. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.